Liebe Freunde des Musikvereins Eintracht, heute stehe ich an einem Ort, den Sie gut kennen von vielen unserer Konzerte. Und heute möchte ich das Weihnachtstürchen, die weitere Geschichte auch hier weitererzählen. Wenn Sie sich noch mal erinnern an das letzte Türchen, bei den armen Häuslern gedeiht das Land prächtig. Die Tiere bekommen viele Nachkommen und ein gewisser Wohlstand trifft ein. Die Reichen sind zornig, irgendwie auch auf sich selbst, dass sie die Bettler abgewiesen haben. Naja, sie ringen den Häuslern das Versprechen ab, dass am nächsten Weihnachtsabend die Wanderer bei ihnen einkehren werden und nicht, wie eigentlich angedacht, bei den Häuslern. Nun hört, wie es weitergeht. Das Jahr verging und der Weihnachtsabend kam. Wie verabredet klopften die beiden Fremden bei den Häuslern. Diese waren unendlich betrübt und erzählten den beiden, dass es den Nachbarn so leid getan hätte, sie von der Tür gewiesen zu haben, dass sie ihren Fehler bereuen würden und nun wieder gut zu machen gedächten, was sie falsch machten. Dort werdet ihr es auch besser haben als bei uns. Die Räumlichkeiten, in denen ihr untergebracht werdet, sind allemal prächtiger als die unsrigen, und auch die Bewirtung wird reichhaltiger ausfallen. Wenn ihr es denn so wünscht, erwiderten die beiden, kehren wir heute bei euren Nachbarn ein. Aber morgen gehen wir gemeinsam in die Kirche. So wandten sich die beiden um und klopften beim Hofherrn an. Der kleine Sohn hatte schon am Fenster gehangen und rief laut, »Jetzt kommen Sie!« Schon war die Frau an der Tür und begrüßte die Männer mit überschwänglichen Worten. Sie konnte gar nicht oft genug wiederholen, wie leid es ihr täte, dass die beiden am vergangenen Weihnachtsabend abgewiesen wurden. Das sei ein übles Missverständnis gewesen. Sie sollten nun in die gute Stube treten, ein Gläschen Wein zur Begrüßung würden sie sicher nicht ausschlagen. Der Tisch war mit dem besten Porzellan eingedeckt. Der Suppe folgte ein vom Hausherrn eigenhändig gegrillter Ochse. Später wurden noch Süßspeisen, Kuchen und eingekochtes Obst gereicht. Bier gab es und Schnaps. Auch Wein wurde immer wieder nachgeschenkt. Die Gäste ließen es sich schmecken. Als sie müde wurden, führte die Hausherrin sie in ein geräumiges Schlafzimmer mit weißen Laken und Decken und Kissen, gefüllt mit Gänsefedern. Am kommenden Morgen wollten die Fremden mit den Häuslern zum Gottesdienst gehen und dann wieder ihres Weges ziehen. Doch der Hofherr trat ihrem Ansinnen entschieden entgegen. So edle Gäste müsse man doch mit der Kutsche zum Gottesdienst fahren. Die Häusler könnten auch gerne einsteigen. Zudem mögen sie doch noch über die Weihnachtstage bei ihnen verweilen. Das aber lehnten die Fremden ab. Gerade in diesem Augenblick, als der Hofherr die Pferde antreiben wollte, meinten die beiden Wanderer, dass sie sich gerne für all die ihnen widerfahrenen, wunderbaren Wohltaten bedanken wollten, aber kein Geld hätten. Doch sie fragten ihre Gastgeber, »Hatte der Ochse, von dem wir gestern gespeist haben, Hörner?« »Ja, natürlich«, erwiderte der Mann. »Wie viele?« Da die Frau der Häuslerin die ganze Geschichte mit den Fremden entlockt hatte, zupfte sie ihrem Mann schnell am Ärmel und sagte, »Vier!« Da blieb dem Mann nichts anderes übrig, als die Antwort seiner Frau zu bestätigen. Er hatte vier Hörner. »So habt ihr vier Wünsche frei. Jeder von euch beiden hat zwei.« Seid gespannt, wie es das nächste Mal weitergeht.